Tag der seltenen Krankheiten. Am Samstag fand im städtischen Klinikum Dessau-Roßlau der Tag der seltenen Krankheiten statt. Diese erste Veranstaltung ihrer Art gab Patienten, Angehörigen, Pflegern, Ärzten und den Vertretern von Krankenkassen, Politik und Presse die Möglichkeit, über das Thema seltene Krankheiten und deren öffentliche Wahrnehmung zu diskutieren und sich zu informieren. Durch die Veranstaltung wurde verdeutlicht, dass es Aufgabe des Gesundheitswesens ist, den Gesundheitsstandard der gesamten Bevölkerung zu erhöhen, unabhängig davon, wie selten eine Krankheit ist. Die Gesundheitspolitik muss im Hinblick darauf über Großzügigkeit, Verantwortung und soziale Gerechtigkeit verfügen.